Und kurz darauf macht sich eine frische und motivierte Truppe Römer auf den Weg zu dem Dorf mit dem großen Graben. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer du bist, Gallia, aber ich werde mich für deine Dienste erkenntlich zeigen. Oh, davon sprechen wir später, wenn du das Dorf mit all seinen Bewohnern dem Erdboden gleichgemacht hast. Aber sieh dich vor, sie haben einen Druiden bei sich, der besitzt das Geheimnis eines Zaubertranks, der unbesiegbar macht. Währenddessen in dem gallischen Dorf. Der Zaubertrank ist soweit. Für den Fall, dass die Römer wirklich zurückkommen, sollten wir ihn so lange auf sicheren, neutralen Boden schaffen. Ich schlage dafür die Hütte von Grünspanix vor, die mitten im Dorf liegt. Einverstanden. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Idiot von Grünspanix sich nie für die eine oder andere Partei hat entscheiden können. Um ganz sicher zu gehen, werde ich heute Nacht neben dem Kessel Wache halten. Dann nimm diese Feldflasche mit Zaubertrank, Asterix. Man kann nie wissen, ob du sie nicht trotz des Kessels wirst brauchen können. Die Nacht senkt sich über das gallische Dorf. Draußen in den Büschen lauern die Römer. Ich misstraue dem Druiden und seinen Geheimwaffen. Vor dem Angriff werde ich sicherheitshalber als Aufklärer ausschwärmen. Rührt euch ja nichts von der Stelle, bevor ich wieder da bin. Einverstanden. Aber Dalli, ich brenne darauf, uns von der Schmach der Gallier wieder reinzuwaschen. Die Götter der Unterwelt sind mit mir. Ausgerechnet, der greise Gruselix schiebt heute Wache. Da kann ja nichts schief gehen. Halt! Wer da? Ich bin's, Gruselix. Ich will unseren Chef Grovianix um Entschuldigung bitten. Du kannst rein. Aber an deiner Stelle würde ich mich bei Grovianix nicht mehr blicken lassen. Wovor habt ihr denn so Angst, dass ihr das Dorf in der Nacht bewachen lasst? Vor der Rückkehr der Römer. Zum Glück hatte Druide Miraculix seinen Zaubertrank gebraut. Der wird in der Hütte von Grünspanix aufbewahrt. Ah ja? Asterix ahnt nichts von dem Unheil, das sich hinterrücks an ihn heranschleicht. Oh. Schlaf schön, Asterix. Jetzt einen Schluck Zaubertrank. Kessel geschultert und Ausbruch! Alarm! Sofort ist das ganze Dorf auf den Beinen. Man findet den ohnmächtigen Asterix. Oh, Miraculix, tu was! Gib ihm von dem Elixier, das du bei den Römern angewandt hast. Oh je, mein guter Obelix. Ich glaube, ich habe es bei der Wache stehen lassen. Jedenfalls wäre es falsch, Asterix davon zu geben. Denn derjenige, der es zu sich nimmt, kann keinen Zaubertrank mehr trinken, ohne dass seltsame Dinge an ihm vorgehen. Aber zum Glück braucht Asterix es gar nicht. Diesmal habe ich wirklich das Gefühl, der Himmel sei mir auf den Kopf gefallen. Kreulix hat den Topf mit Zaubertrank gestohlen und wird ihn sicher an die Römer verteilen. Zaubertrank oder nicht? Wenn es darauf ankommt, können wir uns auch mit unseren eigenen Waffen verteidigen. So spricht ein echter Häuptlingssohn. Kreulix erreicht die Stelle, wo die Römer in den Büschen hocken. Der Tag bricht an. Du hast lange gebraucht. Ich dachte schon, du wolltest uns verraten. Doch, ich euch verraten? Seht her, ich bringe euch den Trank, der unbesiegbar macht. Bist du sicher, Dasche? Und mit einer lässigen Geste rupft Gräulich den nächsten Baum aus dem Boden. Ja, ja, schon gut. Fangt endlich an, den Zaubertrank auszuschenken, bevor die Dorfbewohner was unternehmen. Und kurz darauf... Jo, jetzt haben alle getrunken. Machst du mit beim Angriff? Nein, nein, es ist besser, wenn man mich nicht sieht. Du musst verstehen, hier geht es ums Prinzip. Vorwärts! Im gallischen Dorf ist man sich der drohenden Gefahr voll bewusst. Ich habe vielleicht zuvor noch Zeit, den Zaubertrank zu... Die Römer! Sie kommen! Wir müssen das Dorf retten. Wir gehen den Römern entgegen und kämpfen. Kommt!
Asterix, ich glaube, das wird wieder ein Riesenspaß. Die Römer haben Zaubertrank bekommen. Ja. Da geht's diesmal rund, Obelix. Nein, Asterix, hier kommst du über die Runde. Und von der anderen Seite nähern sich die Römer. Aufstellung in Gefecht! Ordnung! Beim Jupiter, seit dem Trank habe ich akute Ballonitis. Mein Bauch schwillt. Mein auch! Beim Merkur, was ist denn los? Ich beplatze gleich. Ich kann mich kaum noch bewegen. Man hat uns rundweg reingelegt. Ich finde das gar nicht zum Kugeln. Miraculix, schau mal. Die Römer sind ja plötzlich so aufgeblasen und kugeln durch die Gegend. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Folge wäre, dass sie auf das Elixier auch noch den Zaubertrank gekippt haben. Obelix hat recht. Wir werden einen Riesenspaß haben. Mama, das soll aufhören. Ich komme überhaupt nicht mehr auf die Beine. Fangen wir gleich auch noch an zu fliegen, oder was? Erbarmen! Macht diesem Albtraum ein Ende! Wir lassen euch die Luft ab, wenn ihr versprecht, dass ihr das Dorf und seine Bewohner in Zukunft zufrieden lasst. Ihr könnt mich zu Staub verwandeln, wenn ich nicht Wort halte. Dann rollt mal zurück in euer Lager. Ich schicke euch nachher ein Gegenmittel vorbei. Und die Gallier machen sich wieder auf den Weg ins Dorf. Bravo, Obelix!